Ja, ich wollte kurz, bevor ich ein Lied singe, ich weiß nicht, schon die letzten Sonntage immer wieder, merke ich, dass Gott möchte, dass ich einfach, einfach ihn bezeuge, indem ich erzähle, wie ich mich zu ihm bekehrt habe. Und heute wollte ich das gern machen. Also ich bin halt in einer christlichen Familie aufgewachsen und ich habe gesehen mit 8 Jahren, wie meine Tante bei uns zu Hause nach langer Krankheit gestorben ist, und sie ist mit so einem Frieden gestorben, dass ich mir gedacht habe, ich möchte auf jeden Fall auch so einen Glauben, und ich möchte auf jeden Fall auch, wenn ich von der Welt gehe, mit so einem Frieden sterben. Und aber wie das genau funktionierte oder wie ich zu diesem Frieden kam, das habe ich irgendwie nicht begriffen, auch wenn ich zur Sonntagsschule gegangen bin, zur Kirche, und mich das auch alles irgendwie interessiert hat und gepackt hat. Aber ich habe irgendwie auch nicht so richtig den Sinn gesehen, warum ich Buße tun soll, weil ich war an sich ein gehorsames Kind und habe auch meistens das gemacht, was von mir verlangt wurde. Und hatte mich das noch nicht so richtig, habe ich das noch nicht richtig verstanden, bis dann bei einer Predigt am Sonntag der Prediger ganz klar eine Sache gesagt hat, eine Sünde, eine Trennung von Gott, die komplett das war, was ich auch, obwohl ich ja sonst ein guter Mensch war, aber genau das habe ich gemacht, was halt nicht gut war. Und er hatte das ganz klar beim Namen genannt. Und es war jetzt nicht so eine Sünde wie gelogen oder betrogen, sondern ganz klar eine Tat, die nicht jeder kommen würde. Und und er hat dann auch ganz klar dann gesagt, was man dann machen sollte, und dass man zu Gott kommen sollte und das einsehen sollte. Und an diesem Tag bin ich dann nach Hause gefahren mit der Familie. Ich war, glaube ich, in der 5. Klasse und habe es ganz genau so gemacht, wie er es gesagt hat. Ich habe diese Sünde aus meinem Leben sozusagen vernichtet. Ich musste, und habe dann mich da Gott auch ganz hingegeben. Und so habe ich auch nach seinem Willen gelebt, manchmal mehr, manchmal weniger, als ich 15 war, bis wir dann nach Moskau eine Reise gemacht haben mit der Familie. Und mein Vater wollte unbedingt zu einem Vortrag von einem sehr berühmten Prediger. Und dann sind wir dahin, und ich war irgendwie so enttäuscht, weil ich hatte mir eigentlich so einen richtigen vollen, riesigen Konzertsaal vorgestellt mit ganz viel, was mich packt, und irgendwie hatte mich das alles nicht gepackt. Es waren sehr wenige Leute gekommen, und ich dachte so, verschwendete Zeit, wir hätten uns eigentlich Moskau angucken können, und jetzt sitze ich hier mit 15 und Und dann hat der Prediger auch wieder, so wie damals, ganz klar etwas gesagt und hatte dann auch über die eifersüchtige Liebe Gottes gesprochen, dass ich als Christ oder wir als Christen viel machen können, und aber nicht aus Liebe zu ihm, sondern einfach nur, weil wir denken, okay, Gott möchte es, also mache ich es und Punkt, und dann ist da Ende. Aber eigentlich liebe ich ganz andere Dinge, ich liebe eigentlich ganz andere Hobbys und gehe da viel mehr auf. Und was ja auch nicht schlimm ist, aber wenn ich das über Gott stelle, dass Gott eifersüchtig wird. Und es hat mich auch so gepackt, weil dieses Hobby, was er gesagt hat, das war 1:1 das, was ich hatte. Also es hat auch nicht jeder Mensch. Ich habe bis in die Nacht manchmal gezeichnet, gemalt, war kreativ. Und darüber hatte er dann auch erzählt. Und ich wusste, Gott möchte mich ganz. Er möchte meine Liebe. Er möchte nicht, dass ich jetzt alles Gute, dass ich alles aufgebe, aber er möchte, dass ich ihn über allem stelle. Und er kam mit so einer Liebe, und er hat das auch nochmal ganz klar dargestellt, wie Gott uns geliebt hat, dass er sich ganz hingegeben hat, und dass ich einmal verstanden habe, dass, was ich in meiner Bekehrung gemacht habe, das war, es war
aus, ja, weil ich gesehen habe, ich bin ein Sünder, ich brauche Gott. Aber das ist nochmal ein Schritt mehr zur Beziehung zu Gott. Er möchte, dass ich das nicht nur daraus mache, weil ich weiß, ich brauche ihn, sondern er möchte, dass ich eine Beziehung zu ihm lebe, weil ich ihn liebe. Und ja, das war so ganz klar für mich. Und ich habe mich an dem Tag nochmal neu hingegeben. Und immer wieder gebraucht Gott solche Momente, um mir einfach wieder zu zeigen, ich möchte dich ganz und ich möchte deine Liebe. Und ja, darum geht es in diesem Lied.